Maybe the countdown is running out. Hallo, willkommen. Guten Tag. Buenos Dias. Dobry dien. Heute gibt es eine neue Runde. Kingdom Come Deliverance. And hi guys, hi Erik. I don't remember what I'm doing. Last time. Let's look. Hä? The dot in the middle was not always there. The dot in the middle is new. All right. I pull the bow and the dot goes away. Great. So, welche Quests hatten wir denn? Fundsachen. Begib dich wegen der Fundsachen zum Rattaya-Fahrhaus. Muss mit Theresa unbedingt ein paar Tage erneut ausführen. Okay. Plündere. Ah, berichte Bernhard. Okay. Jonah, welcome. Hello. Wo ist denn dieser Bernhard? Du das? Nee, bist du nicht. Pass doch auf! Verschwinde, du gehörst hier nicht her. Ist er das? Ja, Herold. Okay. Oh, wait. Ja, moin. Jonah, mir geht's gut. Und selber? Alles okay bei dir? Ich werde mal noch mal gucken. Vielleicht habe ich noch das ein oder andere Ohr vergessen.
zu looten. Ist schon wieder abgeschlossen. Ah, noch ein Ohr des Banditen entdeckt. Okay. Ja, also wo es noch Geld gekostet hat, da hat es mir noch nicht so zugesagt. Da hatte ich noch nicht so viel darüber gesehen, aber wo es dann mal kostenlos war, habe ich es mir geholt. Das Spiel und fetzt eigentlich, sieht gut aus, grafikmäßig und so, ne? Macht doch relativ Spaß, also. Joa. Apropos, GTA 5 ist kostenlos im Epic Store, ne? GTA 5 ist for free on Epic Store. By the way. The website was under heavy load. I had to open the launcher 3 times before I can start a game. Times error overload. Everyone is getting GTA 5 for free now. Hey, what's up? Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Es gibt Gerüchte über ein weiteres Lager. Es soll sich in der Nähe des Baches befinden, der bei Neuhof vorbeifließt. Verstanden. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich gemacht habe. Ich bin da gestorben bei dem anderen Lager. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Okay, lass dir schmecken. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Kann ich da nur die Schritte machen? Kann ich das? Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Nee. Okay. Ich denke darüber nach. Können wir denn noch machen? Aber die zu erlernen, ist keine leichte Sache. Es gibt keinen Wunderangriff, mit dem du jeden Zweikampf für dich entscheidest. Du musst diese Techniken in deine Strategie einbauen, deinen Gegner in eine für dich vorteilhafte Position bringen und dann unerwartet angreifen. Aua! Au! Siehst du? Ich schlage von oben zu, dann von der Seite und dann tue ich so, als würde ich von unten angreifen. Aber ich drehe das Schwert und schlage dich mit der anderen Seite. Noch einmal. Los! Au! Versuch es. Schlag von oben zu, dann von rechts, dann von unten. Die Schläge müssen schnell aufeinander erfolgen. Sobald du triffst, setzt du schon zum nächsten an. Du musst dich genau an die Reihenfolge halten, sonst klappt es nicht. Schlag von oben zu, dann von rechts, dann von unten. Los!
Versuch im Rhythmus zu bleiben. Nein, nein, nein. Du musst dreimal zuschlagen. Dreimal. Go, go. Yeah. Versuch im Rhythmus zu bleiben. Wenn du triffst, wechsle die Angriffszone und schlag sofort wieder zu. Nicht aufhören. Nein, nein, nein. Du musst dreimal zuschlagen. Dreimal. So? Nein, nein, nein. Du musst dreimal zuschlagen. Dreimal. Dammit. Ja, yeah, it's training. Nein, nein, du musst dreimal zuschlagen. Dreimal. Okay, dreimal. Gut. Nochmal. Holy shit. Genau. Versuch's nochmal. Inkvision, hello, welcome. Ähnliche Techniken mit jeder Waffe erlernen. Über oft und ausgiebig. Okay. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Ich denke darüber nach. Okay. Packesel, genau, das nehmen wir. Rechts, links, Stich, Stich. Nehmen wir das. GG Erik. Look. Erik, do you have this emote? Ja, okay. Of course, I only have 3 of them. Was können wir denn noch üben? Kombos haben wir schon. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspurig. Aber ich mag es, wenn ein Mann Feuer im Blut hat. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten.
Den alten Meistern zufolge ist nur der ein wahrer Lehrling, der die Klinge mindestens einmal zu spüren bekam. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Aber das ist Blasphemie. Lass uns anfangen. Keine Angst, ich bringe dich schon nicht um. Aber falls du verletzt wirst, musst du dich selbst versorgen und mit den Folgen leben. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Ich möchte mit dem Kurzschwert üben, wie ein echter Ritter. Ich nehme auch einen Schild. So, schnapp dir eine Waffe und los geht's. Aua! Rot getroffen! Aua! Oje, hat das weh Jung Ji-hun, willkommen. Dammit. Almost dead. Oh wait, we should have a code. Multiple choice. Okay. Code is running. Open. Thank you.
Let's repair my armor. Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Spargel für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Raunen. So. Mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen? Na gut. Ich denke darüber nach. Reden wir über den Preis. Ist gut. So. Weil du's bist. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ach, Quatsch hier. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Super. Habe ich denn hier eine Stärke? Stärke 10. Gibt vielleicht auch ein neues Schwert. Ihr guten Leute, lasst ein armes Weib nicht darben. Sigismund, die gottlose Bestie, nahm alles, was es hat. Habt Erbarmen. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Reißt zu. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ach, Quatsch.
Okay. Unerdacht Verteidigung. Haltbarkeit 72, hat er der Haltbarkeit 54. 60, 39. Stich ist besser als Schlag. Stecher heißt ja auch Stecher. Und 70. Kosten da 2600. Uff, uff, teuer, teuer. Okay. Was haben wir denn noch so Schönes? Schleppen wir denn alles mit uns rum hier? Gucken wir mal. Hier ist ein Gerber. Da kann ich die Felle verkaufen. Pferdeleder, Schafsleder. Was willst du von mir? Haben wir noch Kuhleder, Pferdeleder, Schafsleder. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Sind wir uns einig? Na dran. Geh noch ein bisschen runter. Und Hand drauf. Ja, das sollte passen. Super. Haben wir schon wieder ein bisschen Geld gemacht. Können wir sonst noch verkaufen? Wo werde ich denn den Kram los? Da ist ein Badehaus. Da ist das Camp, wo ich gestorben bin. Aber wir können da mal hinreiten und ein bisschen Bogenschießen üben. Thank you.
So. Links lang, okay. Irgendwo einen Bogenschießplatz noch ein Stück. Keine Pfeile. Klar habe ich Pfeile. Das ist ja komisch. Mal ihn trifft er, manchmal nicht. GG, Erik. Hallo, Mr. Pintel. Dammit. It's all training. EP. Diese Fertigkeit kannst du besser mit Bogen, wodurch deine Bogenangriffe wirkungsvoller werden. Bevor du die Stufe 5 erreichst, kannst du den Bogen nicht korrekt halten.
Beim Schießen schlägt die Sehne auf deinen Unterarm. Dies verursacht ohne Armschienen oder anderen Armschutz Verletzungen. Ansonsten verringert das Schießen lediglich deine Ausdauer. Okay, 28. Immer noch 28. Immer nur 28. Damit. Total zu weit. Drüber. So viele Pfeile. Sammeln wir noch ein bisschen Kraut hier. Eine Distel. Ein
Wer weiß, wann man dieses Beinweil nochmal braucht. Wenn das hier schon mal gibt, dann sammeln wir das gleich. Kräuter kann man nie genug haben. Töte den Anführer des Lagers. Die Richtung. Andererseits nur durch einen guten Schwertkampf, wird man sich weiterbilden, ne? Das ist nur eine ganze Ecke. Okay. Schleichen wir uns mal im Dunkeln ran. Gucken, wo wir hier runterkommen.
Spiel gespeichert. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Doch. Letztes Mal hatten wir Spaß. Eric, thanks for the 20 T-Fuel. Thank you, thank you. Shit. No. Damn it. Hi man, welcome. Hello. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Groschen, Zierkelch, Ringelblumenaufguss, das nehmen wir. Wo ist der andere?
Da ist das Schlechte. Im Dunkeln hast du. Kannst du nicht sehen, wo er ist. Ihr seid doch mehr als zwei Mann, oder was? Was ist hier los? Hey, wer ist da? Hey! Meine Gebete wurden erhört! Sammeln! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Scheiß Kerl! Ihr alle, hier! Schlagt Alarm! Hast du weiche Knie bekommen? Jesus! Husa! Da. Okay. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Rennt er weg? Gibt's denn sowas? Night vision. I don't have night vision. Nothing. Nada, nothing. Okay, I killed the leader. Das war's, die Quest.
Okay. This night I need more sleep. Not sleeping very well the last days. Huch, das wollte ich nicht. Four Cryptos, willkommen. Hello. Now I remember what I can do. Also, coin. This. GG, Erik. Just wait another 1 hour. Oh, by the way, Discord is celebrating five years. Let me look. Where are the invite link? I hope I don't delete it. Let me see. Damn it. Looks like I have deleted it. Nein, doch. Oh. Thank you, Erik, for the 30 T-Fuel. Thank you. Here.
If you want to join some Discord giveaways, here's a invite link to our Discord server. Then we close the prediction. That's a yes. Thank you, Erik. Na, Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? You can win shirts and socks for from Discord. Du bist wahrlich eine Augenweide. Noch ein Ring? Ich habe dir etwas mitgebracht. Klar, wir haben noch Ringe. Schmuck. Hier, guck mal, einen schönen Silberring. Oh, Heinrich, ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Gefällt mir sehr, danke. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst. Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Wollen wir blinde Kuh spielen? Du willst wirklich blinde Kuh spielen? Ich weiß, das spielen nur Kinder, aber ich mochte es immer und... Mit dir fühle ich mich dabei nicht albern. Eine Wette fürs Rataya-Turnier? Also gut, warum nicht? Gut, dann folg mir. Machen erstmal die ganzen Sachen ab, so. Hier in der Scheune sieht uns niemand. Schämst du dich? Es ist ein Spiel für Kinder. Natürlich bin ich beschämt. Erwachsene spielen das auch. Aber nur, wenn sie betrunken sind. Ich verbinde mir die Augen. Pass doch, Liebe macht blind. Frecher Bursche. Dieses Spiel wirst du niemals gewinnen. Ich habe bessere Ohren als eine Fledermaus. Und ich bin so leise wie eine Katze, du findest mich nie. Wir werden sehen. Aber wenn du die Scheune verlässt, hast du verloren. Komm her. Komm schon, dreh mich im Kreis. Worauf wartest du noch? 1, 2, 3, 4. Eckstein. Alles muss... versteckt sein. Wie ging es gleich noch weiter? Ich habe keinen Schimmer. Los, versteck dich. Warte nur, ich finde dich schon. Wo steckst du? Wieso schleichst du herum wie ein Geist? Was war das? Du etwa? Ha, hab dich! Hab ich dich! Oder nicht? Lass dich nicht erwischen. Warum konnte ich dich nicht hören? Oh nein, meine Wäsche liegt zum Trocknen draußen. Wir müssen sie schnell hineinbringen. Lass Theresa Spiel gewinnen, na toll. Pass doch auf. Habe ich ja nicht gesehen, als ich diesen Quest habe. Oh nein, alles ist ganz nass. Du kannst sie zum Trocknen neben den Ofen legen. Nein, dann springt alles nach rauf.
Wir legen sie aufs Holz. Es ist alles klitschnass. Du hast doch keine Angst vor Gewittern, oder? Jetzt nicht mehr. Sollten wir die Wäsche nicht ausbreiten? Heinrich, entspann dich. Look away, Chat. It's not safe to see on work. But it's a game. And I can't do a 18 plus rating on Theta. There is no option. Buff. Miluk im siebten Himmel Buff. Das nehmen wir, Raserei. Thank you.
Okay. Quest abgeben und ein paar Uhren verkaufen. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Das ist nicht alles. Auf der Straße Richtung Sasau gab es Ärger. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch dort ein Lager. Alles klar, ich sehe mir das an. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Okay, Sasau. Da hinten. Gigi. Erik. Missy, sehr. Ledetschko, dann reiten wir mal nach Ledetschko. Zeig mir, was du da versteckt hast. Los jetzt. Was? Befehl unseres Herrn. Belästige mich nicht, Herrgott. Es stehen Leben auf dem Spiel. Also, wenn das so ist, dann geh weiter. Pferd. Komm her. So. When I kill more bad guys, I have more training to level up. Bogenschießen. Gelobt sei Jesus Christus. Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Vazek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Es ist bloß... Ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze? Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir, man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben.
Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Los geht's. Na dann komm. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzt du? 10 Groschen. Ich will nicht mein letztes Hemd verlieren. 10 Groschen reichen. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Mach's gut. Und los! Ich treffe euch am Ziel! Wo sind hier Klötze? Da sind Klötze. Beinahe geschafft. Ihr habt keine Chance, ihr Taugenichtse. Dammit. Mist, verfehlt. Das schaffe ich leicht. Dammit. Damit. Zu weit. Dammit. No hit. One hit. Versuch nur, das zu überbieten. Ihr habt keine Chance, ihr Taugenichtse. Okay, no arrows left. Aber die nächsten treffen. Wieder im Ziel.
stumm. Ein letzter Pfeil und das war's. Mist. Fehlt. Und, wie war ich? Du bist letzter Kumpel. Kopf hoch. Wenn du wieder ein bisschen Geld hast, kannst du ja wieder mitmachen. Okay. Kannst du ihre Pfeile in Brand stecken? Da bin ich doch tot, wenn ich dahin gehe. Schnaps. Ja, komm schon. Okay.
He's dead, Jim. Ich denke kein Dolch mehr? Doch, ich habe doch ein Dolch. Muss ich bestimmt die ganze Rüstung ausziehen, oder? Ein Hund. Das ist nicht gut. A dog is not so funny. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. There can only be one. More? Come on. No, no one is there. Hey, wake up. Monkey Cancer, welcome, thanks for the follow.
wert. Horse down, horse down. Dammit, dammit. Oh, Fliegenpilz. Okay. Wir haben 45 Jagdpfeile, die kommen in die Jackentasche, Tasche. Besserter Jagdpfeil. Zwei Langstreckenpfeile. 134 und 145, das passt doch. Okay. Dann. The Bad Guys are History. We have another crate. If you like. Gott segne dich. Was betrübt dich? Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und... King Sanuga, hello, welcome. Es kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Last haben. And hello, Jeben. Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Gigi, Erik. I guess it's your day today. You are very lucky. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk.
Vikar ist die Kurzform für Vicarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Tom, willkommen. Hallo. Soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer. Und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Und was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Na siehst du, ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen. Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Aha. Oh, wait. I should change the code. We had code 2. Close prediction code 2. Open a new one. Code. So. Was machen wir für einen neuen Code? So. Okay. Save. Open. Gut. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Alles Gute. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wie lauten die Regeln des Turniers? Gibt es irgendetwas zu beachten? Nun, um Leben oder Tod geht es nicht. Wir sind ja keine Barbaren. Möchtest du etwas Bestimmtes wissen? Wie lange dauert es? Den ganzen Tag. Die Kämpfer müssen mehrere zähe Runden überstehen, bis der Sieger feststeht. Für gewöhnlich ist das vor Sonnenuntergang der Fall. Die Kämpfe können sich ja auch bis in die Nacht hinziehen. Wie viele Runden muss ich insgesamt für den Turniersieg gewinnen? Das hängt von der Teilnehmerzahl ab. Heute sind 3 Runden nötig. Die Kämpfer, die die erste Runde gewinnen, erreichen die zweite Runde. Und die Sieger der zweiten Runde treffen in der letzten Runde aufeinander. Mhm. Muss ich sonst noch etwas wissen? Das Turnier ist zwar für das gemeine Volk, aber ritterliches Verhalten wird dennoch erwartet. Wenn du den Kampfplatz verlässt, ehe der Gewinner feststeht, wirst du ausgeschlossen.
wenn du einen Gegner schlägst, der sich ergibt, bist du auch raus. Und was muss ich tun, um zu gewinnen? Muss ich jeden Gegner besiegen oder habe ich mehrere Versuche? Um die zweite Runde zu erreichen, musst du in der ersten zweimal deinen Gegner besiegen. Falls beide einmal in der Runde gewinnen, entscheidet ein dritter Kampf über den Rundensieg. Der Sieger dieses Kampfes erreicht die nächste Runde. Mhm. Mit welchen Waffen wird das Turnier ausgetragen? Ihr könnt selbst entscheiden, in den ersten zwei Kämpfen. Sollte es zu einem dritten Kampf kommen, wird Herr Hanusch die Waffen wählen. Kann ich mir Waffen und Rüstungen ausleihen? Du kannst nicht nur, du musst sogar. Hier geht es um Kampffertigkeiten, nicht um die beste Ausrüstung. Daher haben du und dein Gegner die gleiche. Jedem Wettstreiter wird alles zur Verfügung gestellt. Wenn du am Turnier teilnimmst, erhältst also auch du eine Rüstung und Waffen. Hab Dank. Mehr muss ich nicht wissen. Mach's gut. Okay. Da ja und pennt. Mit dir. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier in Rathai getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Kumanen treiben dort ihr Unwesen. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Auf bald. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Yay! Okay. Now what? Ein Pilger. Wie wäre es mit einer kleinen Wette, guter Mann? Kommt darauf an. Worauf wetten wir? Es ist kinderleicht. Ich stelle dir ein Rätsel. Löst du es, bekommst du das Doppelte deines Einsatzes. Wenn nicht, behalte ich das Geld. Na klar. Gut. Legen wir los. Nun hör gut zu. Im Rittersaal stehen 10 Kerzen auf der Tafel. Ein plötzlicher Windstoß pustet die Fenster auf und 2 Kerzen aus. Ein wenig später erlischt eine weitere Kerze. Darum schließt der Diener das Fenster. Nun kann der Wind keine weiteren Kerzen auspusten. Wie viele Kerzen findet der Diener am nächsten Morgen im Rittersaal, die er erneut anzünden kann? 10. Nein, nein, Kamerad. Die Antwort lautet 3. Da der Wind 3 gelöscht hat, brennen die 7 anderen über Nacht herunter. So können am nächsten Tag nur 3 entzündet werden. Gräme dich nicht, nur wenige knacken meine Rätsel. So, hab meinen Dank und vielleicht treffen wir uns bei Zeiten mal wieder. Wir werden sehen. Dammit. Thank you.
bist ein Pilger. Worum geht es? Heute ist dein Glückstag, mein Freund. Ich habe ein Angebot für dich. Eines, das man nur einmal im Leben erhält. Ich weiß nicht. Ist es womöglich Diebesgut? Hör mal, willst du mich beleidigen? Nein, nein. Es ist nur... Du musst schon zugeben, das wirkt ein bisschen verdächtig. Verdächtig günstig, vielleicht. Aber die Ware ist komplett in Ordnung. Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Wer braucht Schlüssel? Ja, nehmen wir. 37. Super. Das ist ja ein Schnäppchen. Yes, it's possible. My bot writes from time to time the link in the chat. Let me see. Unique donation link. Wait a second. GG, Erik. Let me see. There's my link. Okay, sehr. And you can call the command with / incense dono again if you like. Later. Hey, wo ist deine Fackel? Du kannst hier im Dunkeln nicht einfach ohne Licht rumspazieren. Hier, ich hab doch meine Fackel. Hinter mir. Oh, wait, let me switch to my other window. Slim Shady, thank you for 2.88 incense. Thank you, thank you. Sadly, we don't have sound on the alert, so I must watch. I have here my donation, my last donations for incense. Thank you, thank you. Everything counts. Fensteraufnahme, Bildschirmaufnahme. Okay. Let's read a book. Ooh.
Need more skills to read this book. Kann erst nach Erreichen von Stufe 10 gelesen werden. Was haben wir denn? Schloss knacken. 7. Okay. Let's sleep. The Epic Store is still under heavy load. Everyone wants free GTA 5. Maybe I claim it too, so I have a second copy. Ist hier drin? Offensichtlich. Das ist der Vicar, okay? Let's wait an hour. He's sleeping. I love my Stream Deck. So much keys. Pre-konfiguriert. Was willst du hier, Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Monsignore. Herr Hanus, Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, der sich unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanus gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Valdenza, ein gefährliches Ketzerpack. Wer sind diese Valdenser? Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wirklich? Entweder hast du in der Kirche nicht aufgepasst, oder der Pfarrer in Ratay ist zu faul, der Kirchengemeinde das Sendschreiben des Bischofs vorzulesen. Beides wäre gleichermaßen beunruhigend, aber ich werde mal nicht so sein und Letzteres annehmen. Nun zurück zu deiner Frage. Es ist eine ketzerische Sekte. So viel habe ich mitbekommen. Wie äußert sich diese Ketzerei?
Hör mal, Bürschchen, ich habe keine Zeit für theologische Dispute. All das muss dich nicht kümmern. Für dich ist nur wichtig, dass es sich ganz sicher um Ketzer handelt. Jawohl, Monsignore. Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die. Wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Erik GG. Und willkommen, Attila. Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Ich komme nicht aus Uschitze und weiß nicht, ob die Ortsansässigen mich respektieren würden. Das ist gut. Einen dieser einheimischen Tunichtgute könnte ich sowieso nicht gebrauchen. Denen kann ich nicht trauen. Und sie trauen mir auch nicht. Aber einem gewöhnlichen, sympathischen Jungen wie dir schon. Du hast viel bessere Chancen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Du schmeichelst mir, Monsignore. Also gut. Gibt es Verdächtige? Jeder ist verdächtig. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber ich werde mehr wissen, wenn ich mit den Verhören fertig bin. Weshalb glaubst du, dass hier Ketzer sind? Wir haben einen in Kuttenberg festgesetzt. Er hat gestanden, dass er sich mehrmals mit anderen Ketzern in Uschitze getroffen hat. Das war alles, was er gesagt hat? Gegen Ende hat ihn seine Kraft verlassen. Und er konnte keine Liste mehr zusammenstellen. Aber das heißt nicht, dass irgendeiner von Ihnen aus Uschitze kommt. Vielleicht treffen Sie sich bloß hier. Das ist möglich. Aber ich will Sicherheit, keine Mutmaßungen. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Wir lesen erstmal. Was haben wir denn hier gekriegt? Wo ist das? Dieses Protokoll wird niedergeschrieben von Meister Borislav Schreiber des Erzbischofs, um das Geständnis festzuhalten, welches von Ketzer Peter von Hradek ward gegeben. Okay, wobei die Befragung vom höchst ehrwürdigen Jan von Hosek, Monsignore und Vikar des Erzbischofs geleitet und die rechtmäßig hoch. Notpeinliche Befragung vom Henker der Stadt Franz genannt Lammerhaxe im städtischen Charakter durchgeführt wurde nach dem Beschluss des Stadtrates. Anfangs weigerte sich der beschuldigte Ketzer ein Geständnis abzulegen, sodass der Scharfrichter angewiesen war, ihn durch Anwendung seiner Künste zur Rede zu bewegen. Sei festgehalten, dass sich der Befragte den Überzeugungskräften des Henkers lang widersetzte. Schließlich gab er der Frage nach einem Versammlungsort der anderen
ihnen bekannten Ketzer nach und äußerte, dass sie sich in der Gegend von Uschitze treffen. Als der Vikar dem Gefangenen gebot, auszuführen, wer seine Mitverschwörer seien und in welchem Hause sie sich versammeln, befiel der Ketzer Peter von Hradeck abermals in Schweigen. Abermals wurde der Henker bemüßigt, seine Überzeugungskünste zur Anwendung zu bringen, welche ihn der Vikar zur gegebenen Zeit einzustellen befahl, da der Gefangene sichtlich erschöpft war. Daraufhin fand dieser plötzlich seine Stimme und begann ausführlich auf wiederholt gestellte Frage zu antworten, wo er sich mit den anderen Ketzern getroffen habe. Daraufhin gebot Vikar, dass das Geständnis des Ketzers Wort für Wort niedergeschrieben werde. Der Herr sei meiner Seele gnädig, dass meine Ohren Zeuge dieser lästerlichen Worte des Ketzers wurden, welche ich als Diener der Heiligen Mutterkirche nun zu Papier bringen muss. Solcher Art sprach der Ketzer. Ich begann meine Pilgerreise in Uschitze an einem Ort der Sühne, wo die Leute sich mit Trunksucht und Umzucht hingeben. Also bin ich sofort gegangen und schon sah ich eine weitere Abscheulichkeit, den Tempel von Satans Braut, mitsamt den stolzen babylonischen Turm. Schnell lief ich vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Als ich das Dorf verließ, gelangte ich an eine Kreuze und wusste nicht wohin. Also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört und Christus Finger erhob sich aus der Erde und wies mir den Weg. Später ging es durch dieses gottlose Land, als ich plötzlich die Geräusche einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit vernahm und die Königin sowie ihre Türme sah. Mein Isitop, hallo, willkommen. Wandelte weiter und da erhoben sich plötzlich die Kiefer des Giganten aus dem Boden, die kaputten Zähne gen Himmel gerichtet wie die Grabsteine der Moabiter. Also lief ich in dieses Biestschlund und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich war hungrig, also nahm ich von den Früchten ihrer Arbeit und füllte meinen Bauch. Dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen, sie ließen mich in ihrem Schatten ruhen. Okay. Ich lief weiter am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Levitians am Meer. Dann fand ich zwei Brücken über den Fluss Jordan und Satan versuchte, mich auf die Rechte zu locken. Okay. Doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere. Da endlich sah ich es, das Tor zum Garten Eden, reich an Blättern, es wurde von Männern aus Stroh bewacht. Doch sie sahen, dass ich ein guter Christ bin und ließen mich eintreten. Das waren die letzten Worte des Ketzers Peter von Hradeck. Denn daraufhin tat er seinen letzten Atemzug, anschließend verkündete der Vikar, dass sein Tod wahrlich das Werk Luzifers gewesen sein muss, der sich erdreiste, die Zunge des Ketzers vor den Ohren in der Diener Gottes zum Schweigen zu bringen. Der Henker nahm Anstoß an diesen Worten und gab eine dünkelhafte Widerrede von sich, worauf sein Lohn um 3 Groschen gekürzt und er ermahnt wurde, solche Rede nicht abermals zu führen und schon gar nicht in Anwesenheit eines Dieners der Heiligen Mutterkirche. Wie es sich geziemt, wurde der Leib des Ketzers außerhalb der Friedhofsmauern verscharrt, auf dass er nicht geheiligten Boden entweihte. Solcher Art wurde der Fall des Ketzers Peter von Hradeck in Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht zum Abschluss gebracht. Okay. Haben wir hier kein Quest mehr?
Könnt ihr mich mal reinlassen? Gott sei mit dir. Okay. Können ja mal eine Runde würfeln. Gott schütze dich. Lust, dich im Würfeln zu probieren? Jahrhundert. Haben wir denn hier? Wir haben den und wir haben den. 400, 450, 500. Das war's. Sehen. Jetzt bin ich am Arsch. Geht das nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 500. Und dennoch sind 600. Wird's was. Du bist. Einmal probieren wir noch. Du schreckst vor nichts zurück, was? Haha. 2, 3 zählen wohl nichts, ne? Nee. Wir nehmen die 5 und die 1. Mal sehen. Ich glaub's nicht. Und Kratzer. Der ist ja risikofreudig. Wieder alles verschüttet. Jetzt wird's was. Das war's. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. $1,250. Warum spiele ich überhaupt?
Was? Hacker, Hacker. Jetzt wird's was. Bin fertig. Das war's. Ha. Kein Glück heute. Komm schon, lass mich wieder würfeln. Alles halb so schlimm. No. No. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Kurva, wieso habe ich überhaupt angefangen? Los, eine Runde. Ich habe ein paar Münzen übrig. Was gibt es Besseres, als darum zu würfeln? Spiel nochmal um 100. Dein Ruf eilt dir voraus, aber mich besiegst du nicht. Aber jetzt wird's was. Verdammt! Das war's. Mal sehen. So ein Pech.
aber jetzt wird's was. Na, ganz bestimmt. Soll ich oder nicht? Oh, oh. No. Crash. Dammit. Game is crashed. Enter Epic Store. Or the Epic Launcher doesn't load. Right. Let's restart it. Damn it. So. Können ja noch ein Giveaway machen. Wir machen eine Crate. I should save more often. Pennst du immer noch? Oder rennt der hier schon draußen rum? Was willst du hier, Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Herr Hanusch. Ich soll dir bei... Ah, ich... Bestimmt hat er... Er sagte, du... Das ist richtig. Wie kann ich dir also... Du willst gleich zum... Ich weiß, wie... Und warum gehst du nicht dorthin? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist... Verstehe. Unter Umständen. Natürlich, Pater. Gut, dass wenigstens... Hier ist die Mitschrift... Ich tue mein Bestes. Und du schmeichelst. Gibt es Verdächtige? Ja. Weshalb... Wir... Das geht... Vermutlich hat er nicht freiwillig geredet. Natürlich nicht. Kein Wunder, dass ihn unter der Hand des Henkers die Kraft verließ. Ein Jammer. Womöglich hätte er mehr sagen können. Hüte deine Zunge. Es ist nicht klug, die Methoden der Kirche in Frage zu stellen. Ketzer sind ein Geschwür, das die Heilige Mutterkirche befällt. Weißt du, wie man mit so etwas verfährt? Man nimmt heiße Eisen und brennt es damit aus. Das schmerzt. Wie es auch mich schmerzte, diesem Mann Leid zuzufügen. Aber es muss getan werden, zum Wohle der Kirche. Hey, wake up! Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn.
Hubes, welcome, thanks for follow. Nein, doch. Oh. And thank you for the 10 T-Fuel. Thank you, thank you. So bist du hier? Okay, haben wir gelesen. Ich habe noch ein paar Fragen zu dieser Untersuchung, Monsignore. Frag nur, mein Sohn. Tut mir leid, Pater, aber ich kann dieses Schriftstück nicht lesen. Schon gut, Junge. Mein Schreiber hat wahrlich eine Sauklaue. Ich begann meine Pilgerreise in Uschitze an einem Ort der Sünde, wo die Leute sich der Trunksucht und Unzucht hingeben. Also bin ich sofort gegangen. Für wahr, es muss die örtliche Schenke gewesen sein. Und schon sah ich eine weitere Abscheulichkeit. Den Tempel von Satans Braut, mitsamt dem stolzen babylonischen Turm. Schnell lief ich vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Als ich das Dorf verließ, gelangte ich an eine Kreuzung und wusste nicht, wohin. Also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde weiter, ginge ich wandelte und an der Straße. Dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei. Ich lief weit, dann da endlich. Das klingt ziemlich verrückt. Wie ich bereits sagte, er war womöglich wahnsinnig. Erkennst du einen dieser Orte? Nein, aber ich könnte sie suchen. Ausgezeichnet. Genau das wollte ich hören. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Da ist ein Grab. Hey, wake up. G-Fuel People, thanks for follow, welcome. War hier nicht irgendwo ein Grab? Hi, Pferd. Irgendwo habe ich doch eine Schaufel auf dem Pferd. Da.
Sieht für mich aus wie eine Frau. Ah, das falsche Grab, okay. Haben sich einen Stein in die Fresse gepackt. Okay. Vielleicht gibt es jetzt eine neue Redemöglichkeit. Ich habe noch ein paar Fragen zu dieser Untersuchung, Monsignore. Frag nur, mein Sohn. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Okay. Finde den Treffpunkt, ja. Wo könnten die hingegangen sein? Dieb. Haltet den Dieb. Damit kommst du nicht durch. Du kommst mir nicht davon. Damit kommst du nicht durch. Können ja auch das Pferd holen. Dem hast du es gezeigt. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen. Damit. Oh, 7 Dietriche. Und Essen. Essen ist auch nicht schlecht. So. Wo kann das sein, was die gemeint haben?
Was von dem Zwiebelturm wurde doch gesagt. Was hat er damit gemeint? No. Ruhig da. Diese Toaster gewesen. Können wir nochmal nachgucken. Aufgehenden Sonne entgegen. Meint er damit die Kirche? Babylonischen Turm. Kann sein, dass er damit die Sonne gemeint hat. Warum bin ich verletzt? Gucken wir uns mal ein bisschen um.
Ich bei dieser Mühle schon mal. Kann sein. Ist noch ein Gott hier zu sehen. Ilonischer Turm. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die meinen. Ich denke, der muss Richtung Osten gegangen sein, von der Kirche aus. Wenn die Kirche dort ist. So. Osten, genau. Einer Wegeskreuzung hat er nach einem Namen gefragt oder was? Nee, und ihm wurde ihm der Weg gewiesen. Reite mal hier lang. Eile. Haben sie auch alles umgebracht? Einfach aus Verdacht mal in die Richtung reiten.
XP, willkommen. Hallo. I have no idea what I am doing. Warte, lass uns doch kurz reden. Was ist denn? I'm good. How are you, XP? Und wie es der Zufall will, suche ich jemanden wie dich. Schon gut. Sag mir, worum es geht. Ich sag's mal so. Ich weiß, wie du an ein Vermögen gelangen kannst. An einen Schatz, wenn man so will. Und ich bin bereit, dieses Wissen mit dir für eine lächerliche Summe zu teilen. Ich verstehe das nicht. Warum holst du dir den Schatz nicht selbst? Er liegt an einem abgelegenen Ort. Und bei all dem, was gerade im Lande passiert, die Straßen sind nicht sicher. Und von den Wäldern fange ich gar nicht erst an. Da überlasse ich das Suchen wem anders. Die Sache klingt nicht ganz astrein. Woher weißt du davon? Lange Geschichte. Meine Schwester hat einen Burschen aus Kolin geheiratet. Der war Schinder und hat so einiges erlebt. Jedenfalls seine Schwester. Nee, halt, so war das nicht. Der war aus Kuttenberg. Und er war kein Schinder, sondern hat im Badehaus gearbeitet. Schon gut, schon gut. Ich muss nicht deine ganze Familiengeschichte hören. Ja, die Pär. Geschichte. Aber ein Versuch wert. Ausgezeichnet. Hier, nimm das. Und viel Erfolg auf deiner Suche. Äpfel, was packen wir denn weg? Trockenobst. Und in die Satteltasche. Ja. Buschützer Wald. Wake up. Morg Jack, thanks for follow and welcome. Ich kann das Erlaubnis verlassen. Nobody wants the coins. Maybe somebody needs a coin buff.
Dead Forest is really big. I don't know. I can't find the right direction. Maybe here. I don't know.
Okay, das ist der Jäger. No idea where to go. Let's look here. Bewaffnete Bauern, was haben Sie vor? Hey, what's up? Hey, du Bastard! Was schleichst du hier herum? Blut wird fließen! Hau dich doch! Oh shit. Guys, why you are so bad? At me. Now you dead, all of you. Moo. Hey, Mr. Cow.
Let's learn to aim. Sechsundfünfzig Wildfleisch. Dammit. Headshot. Moo, moo, moo. Come here. I killed some cows. Okay. Natürlich, genau da muss ich hinspringen. Ich, dein Retter. Hast du was verloren? Was ist, heilige Maria? Komm jetzt. Wohin? Gibt hier was zum Klauen. Nope. Nope, nope. I'm stuck. No. Damn it.
Komm jetzt. Und ist ein Dorf und eine Burg. Was ist das? Das ist Tallenberg, okay. Ach, wir reiten jetzt nach Ledetschko. Denn es ist gut für heute. Hier ist ein Trog, da kann man sich waschen. Ist das mein Zimmer oder? Nein, so. Schlafen. Zehn Stunden schlafen. In der Zeit machen wir mal hier Code war 3. Close Prediction. Code 3. We don't have 300 followers. It's close, but no. And another now. Good luck, everyone. Oh, wait. So. Congrats, congrats. Okay, stream is ending. Thanks for being here. Thanks for the follows, for the donations. I'll be here tomorrow. See you guys and stay for the raid.